Benötigen Sie Hilfe bei Problemen mit Computer, Software, Internet oder dem Einstellen Ihres TV-Gerätes? Rufen Sie uns an. 52M Internet, Grafik, Video, Audio, Musikvertrieb und Support. Ist der Schnee schon viel zu hoch, geht es in der Halle auch, sagen sich die Nachwuchskicker in Wintermonaten und tragen indoor ihre Turniere aus. Wie beim AOK Cup in Hunmölzen am 20. Januar. Im Rahmen unserer Nachwuchstour bei den SV Groß Grimmau, wo alle 6 Nachwuchsmannschaften ihre einzelnen Turniere jetzt im Winter in der Halle haben, ist es so, dass heute unsere C-Jugend, was die älteste Mannschaft ist, hier ihr Turnier hat, das jährliche. Wir haben 6 Mannschaften eingeladen, darunter auch SSV Markranstädt, die eine Klasse höher spielen wie wir dort, ungeschlagener Spitzenreiter sind. Und damit, denke ich mal, haben wir einen attraktiven Gegner hier. Nicht zuletzt von Jena sind sie angereist, die den weitesten Weg hierher haben. Und natürlich hier aus der Region unsere Mannschaften, mit denen wir die ganzen Jahre schon Verbindung haben. Der SSV Markranstädt ging so auch als Sieger des Turniers hervor, mit klarem Abstand vor den Gastgebern der Spielgemeinschaft, bestehend aus dem SV Groß Grimmau und Blau-Weiß Zurbau. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass das Turnier von der zweiten Mannschaft der SG Groß Grimmau Zurbau bestritten werden musste, da die erste Mannschaft in Merseburg zum Landeswettkampf der Hallenmeisterschaften in ihrer neuen Funktion als Hallenkreismeister 2013 des Burgenlandkreises auftrat.